Erinnert ihr euch noch an den möglichen Sims-Konkurrenten Paralives? Die Entwickler dieses Spiels haben ein neues Video zu den erstellbaren Parafolks veröffentlicht, welches ich euch in diesem Video genauer vorstellen möchte. Auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Paralives wurde ein neuer Clip veröffentlicht, welcher Maggie, einen der Hauptcharaktere von Paralives, in ihrem Apartment zeigt. Allgemein gefällt es mir extrem gut, wie detailliert und bewohnt dieses Haus aussieht. Da das Projekt noch in den Kinderschuhen steckt, sehen wir hier natürlich noch nicht alle Features. Maggie kann man aber auch ähnlich wie bei den Sims direkt steuern. Schaut mal unten links, hier kann man sogar die Katze zum Steuern auswählen. Wenn man das Aussehen des Paris ändern will, klickt man einfach auf den Kleiderschrank. Es öffnet sich hier aber kein externer Modus, sondern wir können direkt im Haus unseren Charakter bearbeiten und umgestalten. Die Körpergröße lässt sich hier exakt festlegen, auch wenn dadurch die Charaktere einfach nur geschrumpft werden. Bei den Sims existierte dieses Feature bisher aber trotzdem noch nicht. Ebenfalls eine coole Idee, die Outfits lassen sich frei benennen und wie in Die Sims 4 kann die Statur der Sims per Klicken und Ziehen frei angepasst werden. Wenn wir hier bei den Haarfarben vorbeischauen, lassen sich hier natürliche und unnatürliche Farben finden. Dank dem Farbregler im Spiel kann man aber ebenfalls die allgemeine Farbe der Haare, den Ansatz und die Spitzen in jeder erdenklichen Farbe einfärben. Habt ihr auch schon bemerkt, dass man richtig offene Dachfenster erstellen kann? Aktuell gibt es noch keinen Release-Zeitpunkt für das Spiel. Es bleibt also weiterhin spannend, wie sich Paralives noch entwickeln wird. Klingt Paralives für euch interessant und werdet ihr euch das Spiel genauer ansehen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.